Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Tannen aus Plastikbox von Bones MC und Raf Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tannen aus Plastik, Bones MC und Raf Camora lesen wir hier. Palmen aus Plastik, also das Logo sollte jedem noch ein Begriff sein. Allerdings wurden hier die Palmen durchgestrichen mit schwarzem Stift, mit schwarzer Sprühfarbe und durch die Tannen ersetzt. Das ursprüngliche Album Palmen aus Plastik ist ja im September 2016 erschienen. Und dann 3 Monate später, im Dezember, passend zur Weihnachtszeit, ist dann diese Neuauflage, dieses quasi Re-Release des Albums erschienen, Tannen aus Plastik. Wir haben es hier zu tun mit einer Box, Riesenbox in Form eines Schuhkartons. Auf der rechten Seite lesen wir nochmal Tannen aus Plastik. Die Ober- und Unterseite glatt in diesem Krokodilsmuster, in diesem Ledermuster, in diesem Schuppenmuster. Bones MC Raf Camora lesen wir hier. Wie gesagt, hier blank. Und auf der Rückseite, es klappert schon, auch wieder dieses Muster. Oben rechts haben wir einen Barcode und unten die Beteiligten, also die Credits etc. Okay, dann würde ich sagen, nachdem das ja ein Schuhkarton ist, nehmen wir den Deckel mal ab. So, von innen weiß. Und dann werfen wir mal einen Blick hinein, was der Inhalt so hergibt. Wir haben hier einmal so eine Winterhaube, passend für die Weihnachtszeit oder generell den Dezember. Das Album Tannen aus Plastik. Eine Bonus-EP. Noch eine Bonus-EP. Ein Sticker. Ein Duftbaum, ein Duftbäumchen. Eine Live-DVD. Die Instrumentals. Und ein Kalender. Also jede Menge Inhalt. So sieht die Schuhschachtel, der Karton von innen aus. Machen wir mal wieder zu. Und dann kommen wir zum Album an sich. So sieht das Ganze aus. Wir kennen das Logo ja von Palmen aus Plastik, allerdings eben hier wirklich mit Tannen statt Palmen. Hier auch richtig die Tannen. Und hier statt des ursprünglichen Hintergrundes haben wir dann wirklich einen Tannenwald. Oben lesen wir noch Palmen aus Plastik Winter Edition. Palmen aus Plastik in Klammer Winter Edition. Und dann haben wir hier die Tracklist. Einmal haben wir hier die Tracklist von Palmen aus Plastik. Also 15 Tracks Palmen aus Plastik, das ursprüngliche Album. Und dann haben wir CD2 Tannen aus Plastik, die 5 Tracks, also die Bonus-EP quasi, Tannen aus Plastik, mit Features von Jesus und Bowser, plus die Instrumentals zur EP. Also die 5 Tracks dann auch noch hier mit Instrumentals drauf auf CD2. Dann kommen wir als erstes mal zum Booklet. Also hier sehen wir auch wieder den Tannenwald. Bones mit 2 Pistolen geformten Händen. Dann haben wir die Tracklist von Palmen aus Plastik inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Die beiden Interpreten, links Raf und rechts Bones. Dann haben wir hier noch die weiteren Infos zu den Beteiligten. Nochmals Raf. Die beiden Wappentiere der beiden, also von Bones natürlich das Krokodil und von Raf der Rabe, der Corbeau. Und dann Tannen aus Plastik, hier auch wieder 5 Tracks aufgelistet plus Instrumentals. Also wie gesagt, Features von Jesus und Bowser plus die Instrumentals, palmenausplastik.com und der Wald. So sieht die CD aus, also Palmen aus Plastik, klassisch,
Und dann haben wir CD2, die Palmen aus Plastik, so sehen die aus. Und auch hier wieder Tannen aus Plastik zu lesen. Sehr schön. Dann haben wir hier noch die Instrumentals zum Album Palmen aus Plastik. Also die Tannen aus Plastik Instrumentals sind ja auf der CD2 mit drauf. Palmen aus Plastik hier nochmal extra in einer Papphülle. Also 15 Instrumentals gibt es da. Das ist die CD. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, Papphülle. Dann haben wir die erste Bonus-EP, die 187 All-Stars-EP, 187 Straßenmann hier auf dem Cover. Und auf der Rückseite lesen wir, wir haben 5 Tracks. Und zwar haben wir Features von, oder was heißt Features? Wir haben, die Tracks sind mit Jesus, Alex, Bones, Maxwell. Dann haben wir noch Contra K dabei, Raff natürlich. Und das war's. Also das sind die, also der Kern von 187 einfach, klar. Und natürlich dann noch Raff dabei, selbstverständlich. Und Contra K. Also 5 Tracks und 5 Instrumentals. Das sind die Tracks, die hier drauf zu finden sind, auf der EP. Kein Booklet, einseitiger oder doppelseitiger Einleger. So sieht das Ganze aus. Erinnert mich von der Optik sehr stark an Ebbe und Flut damals von Jesus, beziehungsweise Sampler 3. Jawohl. Und dann lesen wir hier auch noch 187 All-Stars EP. Gut, dann haben wir eine zweite Bonus-EP noch dabei. Maxwell Safari lesen wir hier. Safari und auch hier wieder das Maxwell-Logo. Maxwell hier mit Joint und Handtuch und Cap aufgesetzt. 5 Tracks an der Zahl, Features von Raff, Bones auf einem Track und dann jeweils nochmal beide separat. Plus 5 Instrumentals. Maxwell Safari lesen wir hier. Das geht echt schwer auf und ich habe echt Schiss. Ja. Auch hier wieder ein doppelseitiger Einleger, kein richtiges Booklet. Und hier die CD in Deutschland-Optik, schwarz, rot und gelb, also sehr dunkel, aber schwarz, dunkel, rot, gelb. Und hier noch dick und fett das Maxwell-Logo. Dann haben wir die Live-DVD aus Stuttgart, also Palmen aus Plastik, live in Stuttgart, ab 16. Leider kein Sticker, sondern aufgedruckt, schade. Hier hinten nochmal das Logo. Hier die CD, Palmen aus Plastik, live in Stuttgart. Das Ganze wieder in einer Papphülle. Dann haben wir einen Sticker. So sieht der aus. Palmen aus Plastik im Hochformat, also der Gold Award. Und hier kann man dann unten sogar reinschreiben. Also hier steht, ich hoffe, man kann das lesen. Hier steht Gold Award verliehen an. Könnt ihr natürlich individuell befüllen, das Feld. Also Sticker im Hochformat, so Postkartengröße A6. Dann haben wir noch diesen Kokosnuss-Duftbaum, das Duftbäumchen, in schwarz gehalten. Natürlich auch hier wieder das Logo, Tannen aus Plastik. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn jetzt noch in der Folie ist, aber das dachte ich mir schon beim Öffnen der Box, es riecht echt, also es riecht auch durch diese Folie durch, es riecht ganz stark. Kann man sich gut ins Auto hängen. Kokos, für mich persönlich ein angenehmer Duft, kann man auf jeden Fall was damit anfangen. Dann haben wir noch diese Haube und den Kalender. Ich starte jetzt mal mit der Haube. Und zwar, wir machen das mal kurz ab, ist das so eine Winterhaube, ihr kennt das, so eine, ich sage immer Russenmütze dazu, wenn wir uns das anschauen. Also wir haben hier wirklich innen komplett alles gefüttert. Hier in so schwarz und dunkelgrau und hier dann an den Seiten ein helleres Grau. Dann haben wir hier noch einen Zettel. Schauen wir gleich mal, was hier steht. Okay, das ist das Material. Moment. Das ist leider etwas verknickter Zettel. Also wir lesen hier, womit wir es zu tun haben. 100% Polyester. Das ist eben die Außenseite. Und die Innenseite ist 100%
Baumwolle und dann haben wir noch den Kunstpelz, der ist 64% Acryl und 60% Polyester. Dann lesen wir noch Made in China und hier dann noch die Waschhinweise. Na, fühlt sich auf jeden Fall gut an, angenehm, kann man gut tragen, also sitzt auch bequem auf dem Kopf, hält auf jeden Fall den Kopf und die Ohren warm. Das ist hier natürlich angenäht, okay. Und ist hier wirklich komplett durchgängig, dieses Innenfutter. Dann haben wir hier unten noch diesen Riemen, um das Ganze hier entsprechend dann am Kinn festzumachen. Und zusätzlich, wenn es wirklich, wirklich kalt sein sollte, kann man dann noch diesen Teil hier dazu machen. Ups, falsch rum. Haben wir hier wieder das Krokodil unter den Palmen, nicht unter den Tannen. Und wenn wir das Ganze dann hier dran machen, so sieht das dann aus. Also es schützt dann einfach so den Mund- und Nasenbereich, dass man einfach eventuell leichter atmen kann, weil die eiskalte Luft, vielleicht beim Skifahren oder wo auch immer, nicht so angenehm ist, dass man das hier einfach dann als Atemschutz mehr oder weniger hat. Sieht natürlich ja, etwas gewöhnungsbedürftig aus mit diesem Schutz hier, aber alles in allem gefällt mir die Haube echt, echt gut. Ja, dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch diesen Kalender. 187 Straßenbande Kalender 2017 lesen wir hier. Und dann haben wir natürlich hier die Monate abgebildet. Der Januar mit Maxwell, der Februar mit Jesus, März mit Raf, April nochmal Jesus, der Mai Live-Konzert, Juni Maxwell, zum ersten Mal Bones im Juli, im August Saphir, im September Raf und Bones, im Oktober nur Raf, im November Jesus und im Dezember ist die Frage, wer das ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Raf sein wird. Ich meine, Corbeau, klar, ist seine Marke, aber die tragen ja auch andere, wie zum Beispiel Bones. Und ich glaube, ja, das war's. Also, schöner Kalender. 2017 natürlich jeder Monat abgedeckt. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was wir alles bekommen. Einmal der Kalender 2017, diese Winterhaube, der Duftbaum, das Duftbäumchen, der Sticker, der Gold Award im Hochformat, die Live-DVD von Palmen aus Plastik in Stuttgart, die Instrumentals zum Album Palmen aus Plastik, die Safari-EP inklusive Instrumentals, die 187 All-Stars-EP inklusive Instrumentals und das Album Palmen aus Plastik und Tannen aus Plastik, jeweils mit Instrumentals. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben insgesamt 30 Tracks plus 30 Instrumentals. Das ist eine ganze Menge. Und das alles in dieser wunderbaren Box, Palmen bzw. Tannen aus Plastik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raf Camora und Bones unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.